Ab heute und bis Samstag treffen wir uns im Funkjournal mit Gästen von der Expo Rodeo Trevol 2023. Bis Freitag werden diese Interviews auch live auf unserem Facebook- und YouTube-Kanal gestreamt. Wir laden Sie ein, uns auch dort zu sehen und zu hören. Heute haben wir zu Gast im Studio den Pressesprecher der Expo Rodeo Trevol, Holger Bergen, mit dem sich Flavio Regier unterhält. Ja, da begrüße ich mal einmal ganz freundlich Herrn Holger Bergen. Er ist der Pressesprecher, wie gesagt, der Expo Rodeo Trevol. Wir duzen uns beide, weil wir uns schon etwas länger kennen und auch schon über die Expo Verschiedenes ausgetauscht haben. Ja, wie geht's denn so? Hallo Flavio, auch einen schönen Gruß an all die Zuhörer von Radio ZB30. Es freut uns, wieder einmal hier zu sein und in diesem Fall ganz spezifisch auch die Informationen an die Zuhörer zu richten. Ja, wir haben ein kleines Mikrofonproblem. Wir schauen noch einmal ganz kurz nach, was es denn sein könnte. Das andere Mikrofon müsste eingeschaltet werden. Es ist das andere Mikrofon. Oder man holt sich das ran, ja, das geht auch. So, machen wir es kurz auf die andere technische Art. Genau. Wie gesagt, Flavio, schönen Gruß auch an euch und an die Mitarbeiter von Radio ZB30. Freut uns, hier wieder zu sein und in diesem Fall Informationen von der Expo Rodeo Trevol mitteilen zu dürfen. Ja, wie ist die Stimmung eigentlich auf dem Ausstellungsgelände? Wir haben eine sehr gute Stimmung, auch begleitet von einem sehr guten Wetter. Wie am gestrigen Tag zum Beispiel hatten wir hervorragendes Wetter gleich von morgens an bis in den Abend hinein. Das hat ja sich natürlich dann auch auf die Besucherzahl ausgewirkt, auf die Aussteller, die natürlich gestern noch am ersten Tag alle ganz frisch und munter da waren und sehr positiv in die nächsten 5 Tage reingehen und alle sich erhoffen, doch außer ihre Sachen zu zeigen, auch verschiedene gute Geschäfte abschließen zu können. Gestern wurde die Expo Rodeo Trevol 2023 eröffnet. Liege ich da richtig? Was ist denn seither alles gelaufen? Ja, eröffnet für das Publikum insgesamt wurde es gestern 8 Uhr morgens. Wir haben um 7 Uhr dann sozusagen die symbolische Eröffnung gemacht mit der Eröffnung der Cinta, die an der Entrada war. Zuvor möchte ich aber noch sagen, dass am Montagabend schon der erste Remate gelaufen ist. In diesem Fall war es ein Ausruf von Pferden, ganz spezifisch der Linie Criollos, die natürlich auch alle verkauft wurden und mit durchschnitts sehr hohen Preisen. So, da angefangen sind wir schon mal sehr mutig und hoffen noch auf die nächsten Remates weiter. Aber wenn wir auf den Dienstag spezifisch eingehen, nach der Eröffnung mal gleich morgens um 7, um 8 starteten dann mehrere Sachen, wie zum einen auf der Pista de Lasso, die ganz östlich vom Gelände liegt, startete die Final de Lasso, wo um die 120 Leute mitmachten in 20 verschiedenen Gruppen. Das hat sich dann über den ganzen Tag verbreitet mit einer interessanten Menge an Begleitpersonen da auch, die für ihre Teams gestritten haben und wirklich ein schönes Event war. Es waren viele Leute zugegen und es wurden um die 1500 Mal das Lasso geworfen. Also kannst du dir vorstellen, dass auch einige gegen Abend schon die Schulter automatisch bewegten. Wie ist das denn? Hast du die Sieger da von dem Turnier? Oder? Bei dem Turnier sind noch einige Punkte zu klären. Das wird können wir morgen dann bekannt geben, weil jetzt die Sieger da sind. Und was dann weiter aber auch war, zur selben Zeit am Vormittag startete der erste Concurso de Cocina auch. In diesem Fall war es Guiso de Cecina, wo mehrere Leute mitgemacht haben. Und am Mittag war dann die Degustation, also das Abschmecken, zum einen der Richter und zum anderen auch andere Leute, die da waren. Da haben wir schon die Sieger, also bei dem Guiso de Cecina war der erste Preis für Uwe Wolf, der zweite Preis für Gustav Wienz und der dritte für Ruben Quiring. Das ist dann getrocknetes Fleisch, ja? Das ist getrocknetes Fleisch, so wie es früher genutzt wurde, als man noch nicht Kühlschränke hatte. Zu bemerken ist, dass diese Konkursos eigentlich ziemlich beschränkte
sagen wir mal, Möglichkeiten haben, aus der Geschmacksrichtung rauszugehen, damit die Mitmacher, also die Personen, die da kochen, auch alle dieselben Utensilien haben und dieselben Gewürze brauchen sozusagen. Sie können einige Sachen variieren, aber es geht hauptsächlich um die Kochkunst an sich und nicht, was man alles rundherum macht, so wie es schon mal vorher gemacht wurde. Zur gleichen Zeit, auch im Vormittag, wurde der Traditionspark geöffnet, wo dann auch der Streichelzoo ist, viele andere Möglichkeiten, wo Groß und Klein sich verweilen kann. Und nebenbei auch die traditionelle Küche, wo der alte Schuppen da steht, sehr schön vorbereitet. Also für allem gab es da Verschiedenstes. Am Nachmittag ging es dann auch los mit der Competencia de Paella. Das ist ein anderes Kochprogramm, das da geleitet wird und wo dann von den Teilnehmern die ersten drei Preise an Jens Dirksen, Edith Wolf und Anneliese Harder gingen. So, das war auch, das wurde so um etwas nach 5 Uhr Nachmittag abgeschlossen und dies waren die Sieger dieses Wettbewerbs. Das ist dann etwas mehr, da kann man dann etwas mehr variieren, bei dem gibt es da mehr. Also die Grundzutaten sind da auch dieselben für alle. Da haben wir auch einige Sponsors, natürlich wie beim Fleisch, beim Guiso, ebenso hier auch Carnes Chaco oder Pollos Pechugón. Je nachdem, was man so alles braucht, die machen dann da mit und sponsoren. Aber auch andere Sachen, da gibt es nicht zu breite Auswahl, damit es nicht heißt, naja, der hatte ja sich auch extra was von Kanada bestellt, um hier was zu kochen oder so. Also man versucht da doch für alle die gleichen Möglichkeiten zu schaffen. Das ist interessant. Und am Nachmittag war dann auch, natürlich der Abschluss der Cavalgata, der am Morgen um 18 Uhr anfing, um 8 Uhr anfing und wo 48 Teilnehmer mitmachten und gegen 5 Uhr ins Corral in Rodeo Central eintraten. Sie waren dann da eine Weile, bis dann um 18 Uhr auch die Amazonen auftraten. Und 18:30, 19 Uhr fing dann offiziell auch die erste Runde Rodeo an. Das heißt in diesem Fall Ochsen, Fersen, Pferdereiten von den verschiedenen Reiterclubs, die hier in der Gegend agieren. Da kommt von gegenüber die Frage nach den Kleintieren. Da haben wir in diesem Fall leider keine gute Nachricht. Wie den meisten bekannt ist, gab es ja vor einiger Zeit schon einige Nachrichten über die Vogelgrippe, die insbesondere in Boqueron zu finden war. Das spielte sich aber auch schon im letzten Monat auf der Expo Roccalon so aus, wo im letzten Moment von der Senaxa aus verboten wurde, Kleintiere auszustellen, das heißt in diesem Fall Federvieh. Und natürlich dann eben hier auch auf der Expo Rodeo Trevol in diesem Jahr, für viele wahrscheinlich ein sehr negativer Punkt, aber der leider nicht von der Organisation abhängt, sondern von der Nationalen Gesundheitszentrale Senaxa, die es uns verboten hat, Federvieh auszustellen. Das heißt, in diesem Jahr gibt es keine Hühner, keine Enten, nichts, das man da sehen kann. Und da wir sonst sehr wenig andere kleine Tiere wie Kaninchen und so weiter hatten, hat es sich nicht gelohnt, die Ausstellung da noch zu machen. Ja, an dem Stand ist zwar ein Verkäufer, der Angebote macht, von Futter, von Käfigen und so weiter, aber lebendige Viecher in diesem Fall laufen dann nicht. So kurz dann mal für auf die Frage ganz spezifisch. Ja, wir machen hier alle mit, vom Gegenüber kommen Fragen und wir selber haben welche. Sehr richtig. Schön, dann ein bisschen zu den Aktivitäten, die heute Nachmittag laufen und morgen Vormittag. Ja, wie schon erwähnt, es wird nebenbei ja auch die Abrichtung der verschiedenen Tiere gemacht. Das hat natürlich auch gestern vollgelaufen. Heute, 16. August, läuft auf der ersten Piste die Abrichtung der Criollo-Pferde. Und auf der zweiten Piste die Santa Gertrudis Rinder. Dann ab 13 Uhr geht es wieder los mit Angus, Belmont, Red, Senepol und Büffel. Wir haben auch Büffel diese Runde zur Ausstellung. Das ist auch erstmalig. Da gibt es eine ganze Menge. So ist gewohnheitsbedürftig, die da zu sehen. Aber mir scheint so, das wird jetzt der Anfang sein für die nächsten Jahre, da die Büffelproduktion ziemlich intensiver geführt wird und auch viele Vorteile für gewisse Chaco-Regionen hat, besonders da, wo etwa Wasserkämpfe und so weiter sind.
Der Industriesektor, also die geschlossenen Räume, die in den verschiedenen Tinglados sind, werden heute um 14 Uhr geöffnet. Das läuft dann durch bis abends 20, 30 Uhr. Und ab 18:30 ist dann heute der Remate der Reproductores Multirasas, der auch sehr oft, sehr viel besucht wird. Da laden wir alle ein, 18:30 Uhr beim Remate Recinto. Dann ja, zu den Remates oder Versteigerungen, gibt es da noch welche Informationen, die für Besucher relevant sind? Ja, die meisten, wenn sie schon auf dem Expo-Gelände sind, denken, dann gehe ich auch mal schnell zum Remate in Weilchen und hau wieder ab oder so. Da sei vielleicht zu bemerken, dass wir da einen zusätzlichen kleinen Eintritt kassieren. Das beinhaltet aber auch einen schmackhaften Asado, der natürlich auch von Carnes Chaco, Frigo Chaco gesponsert wird. Für all die Leute, die sich in das Remate-Gelände begeben, bekommen da Bocaditos am Tisch serviert, sodass man nicht nur die Augen an den Rindern weiden kann, sondern auch den Magen da gut bedienen kann. Wie ist das? Geht das auch online oder ist das nur da? Natürlich, zur selben Zeit geht es auch online über unsere Netzwerke, sei es jetzt Facebook, YouTube. Und da kann man sich dann auch telefonisch reinmelden, wenn man eventuell möchte auf diese Art und Weise auch mitbieten und sich Tiere kaufen. Die Organisation ist so wie immer von der Remate-Kommission, die leider jetzt momentan hier nicht live dabei sein könnten, weil sie auch andere Aktivitäten haben, aber läuft hundertprozentig und natürlich ist ja auch nach dem Kauf wieder eine gewisse Kilometrage dabei, dass man nicht zahlen braucht, wenn einem die Tiere nach Hause gebracht werden und vieles andere, was man schon von den Ausrufen von Rodeo Travel gewohnt ist. Dann eine andere Sache, auch Hinweise für Besucher generell. Was müssen Besucher wissen, wenn sie zur Expo Rodeo Travel kommen? Insgesamt einmal kurz, wie schon vorher erwähnt, der Eintritt ist 30.000 Guaraníes bis 12 Jahren frei. Wichtig ist, Leute, die etwas gehbehindert sind oder Schwierigkeiten haben, etwas älter sind, können sich da auch gleich, wenn sie am Parkplatz rankommen, identifizieren und das sagen, dann bekommen sie einen besseren Platz näher am Eingang. Und gleich neben dem Eingang ist auch eine Gruppe freiwilliger Helfer, die da einige Golfkarts haben, die elektrischen Autoschins, um mit denen dann hinzufahren, wo man möchte. Sie können auch ruhig mal über den ganzen Hof fahren, eine Tour machen, schauen. Und wenn man dann von A bis B will, kann man sich bei ihnen melden und sie machen, holen einen dann wieder ab, nach dem Essen zum Beispiel. Oder viele, was oder Alternativen sind, das bespricht man da vor Ort mit denen. Da wir schon beim Essen sind, ist ja gleich Mittag. Was gibt's denn so zu essen auf der Expo Rodeo Travel? Na, was gibt's denn nicht, würde ich mal eher fragen. Ist leichter zu sagen. In diesem Fall hat man von Imbiss, Hamburgern, verschiedene Gruppen, verschiedene Kantinen. Da gibt's aber auch Menú del Día, also wie man so sagt. Also die täglichen Portionen von verschiedenen traditionellen Essen. Also Kantinen sind wieder sehr viele. Es gibt natürlich den Asado, der da von einer spezifischen Kantine geliefert wird. Insgesamt für sämtliche Geschmacksrichtungen ist was zu haben. Kannst du etwas dazu sagen, welche Stände ganz besonders beliebt sind? Es öffnet ja erst heute Nachmittag, so wie ich das verstanden habe, oder? Ja, aber doch, gestern haben wir schon gesehen, es ist wieder für die ganze Familie doch was zu sehen, auch wenn die Kleintiere nicht da sind. Viele gehen dann zu den Schafen, zu den Ziegen. Die ganzen Rinder, die da sind, ist überall schattig da, aber auch die technologischen Stände. Es gibt viele Neuigkeiten, es gibt viele interessante Sachen, es gibt in einigen Stellen sogar Spielzeug zu kaufen. So ganz spezifisch, welches jetzt die beliebtesten Stände sind, kann ich noch nicht identifizieren, aber sehr viele Stände, die sehr beliebt sind. Besucherzahlen? Gibt es da schon welche? Am gestrigen Tag haben wir beinahe 2000 Eintrittskarten verkauft. Das heißt, unbedingt sind da nochmal mehr als 500 oder mehr Leute als 500, wie gesagt, tätig, die nicht Eintritt zahlen, das Aussteller sind, die an den Wettbewerben mitmachen und so weiter. Aber um die 2000 waren es gestern schon. Schön. Abschließende Worte. Was möchtest du den Zuhörern noch sagen? Nur, dass sie die nächsten Tage ausnutzen sollen, doch wenn sie etwas Zeit haben, vorbeizuschauen, Rodeo Travel, die Ausstellung für die Familien. Wir hoffen uns, dass das Wetter so weiter bleibt
Und ja, wir freuen uns, Sie da zu sehen. Ob es jetzt bei einem Kaffee, bei einem Hamburger sei oder beim Ausruf, für alle ist etwas da. Vielen Dank. Danke euch auch für die Gelegenheit, hier zu berichten. Danke für den Besuch hier im Studio. Das waren der Pressesprecher der Expo Rodeo Trevol, Holger Bergen und Flavio Regier. Falls Sie das Interview nicht komplett hören oder sehen konnten, finden Sie das Video anschließend auf unseren Kanälen Facebook oder YouTube. Morgen um etwa dieselbe Zeit hier im Funkjournal werden wir wieder live berichten von der Expo Rodeo Trevol 2023.